Gut. Hallo, hallo. Nein! Wolltest du mir ins Gesicht springen, hab's genau gesehen. Doch, doch. So, genau. Seit der letzten Aufnahme hat sich ein bisschen was geändert. Genau, hier drinnen nicht allzu viel. Das Glasdach ist jetzt halt zu, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal noch in der Aufnahme zugemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das hier hat sich ein bisschen geändert. Ja. Der Steg hier. Ich weiß nicht, ob ich mit den Stützen so zufrieden bin, ob ich die noch abändere, da muss ich mal gucken. Aber es sieht auf jeden Fall mal besser aus als beim letzten Mal. Ja, ich bin aufgewacht und hatte eine wundervolle Idee, einen wundervollen Traum, wie ich das bauen könnte. Ja, ist mir alles so spontan gekommen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat Jamila mich darauf hingewiesen, wie ich das bauen soll. ja, genau, mein Weizenfeld ist nach wie vor da. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Blumenkästen gemacht, habe noch so ein Ding drunter. Das ist jetzt erstmal so, ja, ob ich das so lasse, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. An für sich geht's, kann man machen. Aber vielleicht kriege ich das auch noch ein bisschen verschönert. Vielleicht kriege ich ja noch mal spontane Eingebung, wie ich das bauen kann. Na, 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 na. Genau. So. Jamila war auch fleißig, habe ich gehört. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich hatte Serververbot gerade bekommen, bis eben gerade. Wir folgen. Genau, ich habe hier übrigens noch ein paar Bäume gepflanzt. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe mich kurzzeitig mal verlaufen. Ja, das ist genau das, was ich immer meinte. Ich möchte das mal kurz zeigen. Habe ich gebaut? Hat Jamila gebaut. Da gibt es aber kleine, aber feine Unterschiede. Ja. Ne? Da ist halt mal eben schnell ein Dorf entstanden. Einfach so, aus dem Nichts. Ist unglaublich. Krass. Vor allem sehen die Häuser noch besser aus als auf dem anderen Server. Viel, viel schicker. Ein kleiner Markt ist entstanden. Der erinnert mich doch aber dann sehr an den auf dem anderen Server. Da hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Diese kleinen Markthütten. Aber die sind cool. Okay, alles klar. Jamila nimmt mich hier wieder aus. Versucht mir hier wieder Kohle und Holz aus der Tasche zu ziehen. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. Voll schön. Wer kann, der kann. Okay, hier entstehen noch Sachen. Hier ist noch Baustelle. Es sieht schon echt ultra geil aus. Schon geil. Ist schon beeindruckend, wie du bauen kannst. Bin jedes Mal aufs Neue fasziniert. Schlafen. Ich habe, aber ich habe. Hier ist bestimmt irgendwo ein Bett. Nee, die sind alle leer. Das habe ich mir fast gedacht. Ich kenne da nämlich jemanden, der dich so gerne in eine Richtung macht. Ja, oh, wunderschön eingerichtet. Das ist wie in so einem Freizeitpark. Von außen alles wunderschön und toll und groß und innen leer. Einfach nichts drin. Nee, aber es sieht schon echt beeindruckend aus. So, ich suche mal schnell mein Bett.
Genau, ich hatte hier noch ein paar Fackeln platziert. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu bauen. Und ich habe den Creeper-Schaden ausgestellt. Der Creeper-Schaden ging mir tierisch auf die Nerven, weil, ja, permanent hier Kraterlandschaft war, das war halt nicht so schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön. So, was gibt es denn hier für eines? Nix. Einmal nix mit nix. Das ist schon mal was. Was haben wir hier? Ah, Kartoffeln. Karotten. Und Brot. Kauf Essen. Aber ich bin arm. Ich bin ein armer kleiner Streamer, ich kann mir kein Essen leisten. Huch. Meine Kohle ist. Na toll. Sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, ich aber auch am Shader, dass das so aussieht. Aber es hat was. Ja gut, da muss ich wohl hier irgendwie so ein bisschen Kohle und Holz suchen und ich muss ein Sägewerk aufmachen oder so. Habe ich noch irgendwie, ich habe noch ein bisschen Essen dabei. So. Jetzt muss ich mir aber mal Gedanken machen, wie ich mein Haus hier fertig kriege. Das sieht ja fürchterlich aus. Das wird jetzt immer peinlicher. Davor entsteht ein ganzes Dorf und hier ist nichts. Okay, gut. Wir müssen Holzhackarbeiten leisten, es geht nie anders. Habe ich vielleicht gerade irgendwie zufällig? Ne, habe ich nicht. Ein bisschen Erde dabei oder so. Müssen wir mal gucken. Boing, boing. Warte mal, ich bin mit der Hintergrundmusik schon wieder hier nicht zufrieden. Entweder habe ich wieder ein Lied, was ultra leise ist, oder die Mucke an sich ist wieder ultra leise. So, so sollte es besser sein. Ich muss da echt meine Playlist machen. Ich roll kurz durch. Was mit meinem Bruder, hat er schon aufgegeben? Hier weghacken. Der war einfach weg. Oh je. Ja, das mit dem Internet ist echt manchmal ein bisschen blöd. Naja, mal gucken. Irgendwann. 2089 oder so haben wir vielleicht auch halbwegs gutes Internet. Bestimmt. Die Mucke aber ein bisschen laut, ne? Moment. Ich muss echte Playlist machen mit den Liedern hier irgendwie. Sorry, jetzt. Läuft ein Hund rum. Bleib stehen.
Stimmt, ich wollte nach Ding suchen, nach Gürteltieren. Nach Gürteltieren wollte ich auf jeden Fall suchen. Das Holz hier noch schnell wegmachen. Ich wollte die mal sehen. Ich wollte mal sehen, wie die aussehen. Ich habe bisher nur ein Bild gesehen. Ja, das ja, war halt ein Bild, ne? Ja, dann müsste ich mal gucken, wo ich da hin muss, weil wir haben hier Eis auf jeden Fall. Wir haben hier sehr viel Wald. Wie gesagt, ich bin gelaufen ein bisschen, habe mich sehr schnell verlaufen. Das war nicht so gut. Ich bräuchte auf jeden Fall eine Karte. Weil ich weiß, ich verlaufe mich. Ich kenne mich. Ich habe jetzt zwar die. Ich hatte die Koordinaten natürlich nicht aufgeschrieben. Ich müsste mir aufschreiben. Hab gerade überlegt, habe ich die Koordinaten? Nee, habe ich nicht. So. Ich kaufe einmal Essen. Oder zweimal. So, jetzt wie ist es hier? 64 Essen für 32 Kohle oder für 32 Holzstamm, egal welcher Art. Dann nehmen wir zweimal Kartoffeln und schmeißen die da rein. Guck mal, Trinkgeld. So. Aber das ist gut. Dann brauche ich mich eigentlich nicht um Essen bemühen. Bitte, bitte. So, jetzt gucken wir mal. Ich hätte gerne einen Kartentisch. Beziehungsweise jetzt gucken wir mal an der Werkbank. Ich weiß, ich wollte Haus weiterbauen, jetzt habe ich mich schon wieder mit etwas anderem ablenken lassen. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wo haben wir den denn? Ah, ich weiß. Moment. Ich muss. Zuckerrohr. Ich muss erstmal Papier herstellen. Ich glaube, so war das, ne? Genau, und dann kriege ich nämlich ein neues Rezept. Und zwar Bücher und den Kartentisch. Und für den Kartentisch brauche ich, okay. Also, Moment, den hätte ich ja, ja. Moment, den. Nehmen wir auch gerade mal mit. Dann brauche ich hier nicht mehr hinlatschen. Keine Ahnung, baue ich jetzt hier hin. Den bauen wir da einfach neben dran. So. Wie war denn das? Ich glaube, ich brauche mehr davon. Kann das sein? Ich schau mal. Ich mach mal 9, dann haben wir 10. Irgendwas mal falsch. Ich muss die, glaube ich, erst zur Karte machen, ne? Leere Karte. So war das. So habe ich eine leere Karte. Und die kann ich dann hier vergrößern, kann das sein? Aber erstmal muss ich die aktivieren. So. Dann.
Ist es denn nur eine Kopie oder ist die dann vergrößert? Die ist dann vergrößert, ne? Ja. Und dann kann ich das nochmal machen, oder? Wie oft kann ich das jetzt machen? Okay, jetzt geht nichts mehr. Fünfmal. Gut. Habe ich jetzt die größte Karte, die ich haben kann, wie es aussieht. Ja, ich bin ein klitzekleiner Punkt. Immerhin. Immerhin habe ich jetzt eine Karte. Immerhin kann ich mich jetzt halbwegs orientieren, in welche Richtung ich muss. Ja, natürlich kann ich ein Bett mitnehmen. Es wäre im Bereich des Möglichen. Mache ich auch. Da kann ich unterwegs schlafen. So, wo habe ich denn meine ganze Wolle hingeschmissen? Ich könnte auch mein Bett mitnehmen, aber ich kann auch einfach ein neues bauen. Dann gehe ich mal ein bisschen auf Erkundungstour. Vielleicht finde ich ja ein paar tolle Sachen. Ein Dorf wäre nicht schlecht. Ein Dorf zu finden wäre mal cool. Ich habe bisher noch keins gesehen. Wir hatten nur Besuch von den, geht's noch? Hallo? Da hinten hüpft sie. Das war ein fieses Hühnerattentat hier. Das war. Ich wusste genau. Kommt wieder, macht Ärger. Schmeißt wieder mit Hühnern. Wie war denn das? So? Nee. Dann war's. So. Gut, dann das Bett nehmen wir mit. Jetzt muss ich gucken, was ich alles mitnehme. Das können wir mal alles da reinschmeißen. Das Essen würde ich natürlich mitnehmen. Sollte mir vielleicht ein neues Schwert basteln, ne? Und einen Bogen hätte ich eigentlich ganz gerne. Ein paar Federn habe ich. Ich habe die. Ich habe noch ein paar Pfeile. Die Eisenschaufel können wir eigentlich auch mitnehmen. Bräuchten wir noch sonst irgendetwas, was wir mitnehmen können? Ich glaube nicht. Ich schaue da unten nochmal schnell. Habe ich auch noch ein paar Pfeile drin? Nee, ne? Ich habe noch ein Buch. Harpune 2. Ja, toll. Wunderbar. Eine Schallplatte. Nee, sonst ist hier eigentlich nix. Ein Sattel. Ja, brauche ich nicht unbedingt jetzt. Ah, da haben noch Pfeile, siehst du. Und noch ein paar Federn. So, dann bräuchte ich noch Feuersteine für gewöhnlich. Und zwar 6 Stück, wenn es hinhaut. Ich habe keinen Kies dabei, bestimmt, ne? Kies habe ich, glaube ich, keinen. Dass ich mir eben schnell 6 Feuersteine abbauen kann. Oder? Oder? Oder?
Ne, habe ich nicht. Okay, dann lasse ich das hier. Bogen würde ich trotzdem ganz gerne haben. So, nehmen wir mal da. Das, das, das. So. Dann haben wir wenigstens 8 Pfeile. Das ist halt so. Ich nehme ein volles Schwert mit. Und ja, wie sieht Rüstung aus? Ja, Rüstung geht. Kann ich mitleben. Gut, dann schmeiße ich das da wieder rein. Das schmeißen wir da rein. Das nehmen wir alles mit. Ein Kompass würde ich noch mitnehmen. Wobei, ich brauche keinen, ne? Ne, ich brauche keinen. Ich muss mir nur gleich aufschreiben, Koordinaten und so. Gut, dann kann ich das hier eigentlich auch reinschmeißen. Tja, dann bin ich soweit bereit. Dann brauche ich nur die Koordinaten. Jetzt brauche ich was zum Schreiben. Jetzt habe ich nichts zum Schreiben hier, das ist doch nicht wahr. Ich habe doch sonst immer was zum Schreiben hier. Handy. Moment, ich bin gleich soweit. So, was haben wir denn da? Da haben wir minus 495. Zu 1489. Okay. So, sicher ist sicher. Dann finde ich wieder zurück. Ein Boot wäre nicht schlecht. Ein Boot könnte ich noch gebrauchen. Gut, dann geht's los. Dann gucken wir mal. Ich schippe einfach mal in die Richtung. Auf geht's. Auf ins Abenteuer. So, muss was essen. Habe ich jetzt einfach mal selber entschieden. Ist eigentlich schön hier. Ist voll die Eisgegend. Da ist ein Eisbär. Und ein Baby-Eisbär. Aber ich glaube, Eisbären sind die einzigen, die man nicht tamen kann. Ne? Also, beziehungsweise die man nicht irgendwie mitnehmen kann. Tame kann man ja sowieso nicht, aber... Hallo? Wie geht es? Jo, ist ja gut. Mama Eisbär ist wütend. Nein, lass mich in Ruhe, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin ganz lieb. Hilfe. Helfen Sie mir. Dieser Eisbär ist verrückt. Ich wusste gar nicht, dass sie so aggro werden. Mama Bär ist nicht glücklich. Oh Gott. Und sie ja nachtragen. Ich habe gar nichts gemacht. Au.
Jamila, gibt es irgendetwas, was ich mitbringen soll? Eisbärfleisch? Kaktus. Gut, ich bin hier in einer Eiswüste. Viele Kakteen haben wir hier nicht. Ah, aber das sieht gut aus. Und Beeren. Kaktus und Beeren. Okay, ich gebe mein Bestes. Da ist schon wieder so ein aggressiver Eisbär. Was habe ich denn gemacht? Es tut mir leid, kleiner Eisbär. Es tut mir leid. Aber es ging nicht anders. Das hat jetzt übrigens keiner gesehen, bitte, ja? Ich habe hier nicht irgendwie eine Eisbärmama zerhackstückelt. So. Ja, das ist ja magere Ausbeute hier. Sie hat angefangen, ich kann nichts dafür. Was soll ich machen? Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Was ist das? Huch. Was ist das jetzt Schönes, was ich da gefunden habe? Okay. Ja, du schaffst das schon. Du machst das. Ich glaube an dich, kleiner Eisbär. Ich glaube an dich. So, Kakteen und Beeren. Ich schau mal. Irgendwo werde ich bestimmt was finden. Das ist echt krass, ne? Hier ist echt voll viel Eis. Da hinten haben wir, glaube ich, wieder ein Portal, wie es aussieht. Kann ich die. Ah, guck mal, da haben wir auch Kakteen. Nice. Ja, also. Ne, es sind keine Kakteen, verdammt. Ist Zuckerrohr, es sah nur von Weitem aus wie Kakteen. Naja. Fast. Muss ich weitersuchen. So, ich versuche mal zu schlafen. Hallo Mario. Ich glaube, ich krieg gleich Prügel. Von einem Zombie? Während ich im Bett lieg? Es könnte sein. Ich kann nicht schlafen. Du musst dich anstrengen. Einfach an nichts denken. Augen zu, einkuscheln und schlafen. Das geht. Gut, dann wird er halt nicht geschlafen. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Guck mal, hinten haben wir ein paar Wälder. Ich gehe mal darüber. Da könnte ich, glaube ich, Beeren finden, oder? Ich pack da doch mal hier was zu futtern rein. Aber jetzt bin ich wenigstens ein bisschen gerüstet. Das Lava? Oder ist das auch wieder so ein komisches Ding? Das ist Lava. Nee. Dieser komische Lavastein. Den nehme ich mit. Bitte gehen Sie. Bitte halten Sie Abstand. So. Habe ich die jetzt nicht eingesammelt, die Dinger? Wow.
Alter Stresser. Ja? Stirb ruhig.